Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stellaris. Ich bin's, der Black. In der Terranischen Allianz hat sich ein bisschen was bewegt. Zum einen haben wir wieder einen neuen Führer, nämlich Ashantali wurde zum Generalkommissar befördert. Wir haben es endlich auch geschafft, hier eine Verbindung zu schaffen. Das finde ich sehr gut. Dadurch, dass wir den Außenposten jetzt gerade eben fertiggestellt haben und der Spark of Phoenix, haben wir hier wieder eine Verbindung. Ja, wir könnten jetzt so langsam diese Schiffe hier mal auf diese Feinde schicken. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut geht, weil, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob das schon reicht, aber wir werden sehen. So, der Außenposten hat gleich noch die Forschung hier mit betrieben, das finde ich okay. Ansonsten, Lambda Serpentis ist gerade, also Laos ist gerade im Lambda Serpentis System und wird erweitert. Die Thea als Kronk hat nichts zu tun. Das werden wir gleich ändern. Es ist viel zu tun, gerade in dieser Anfangszeit wieder mal. Aber das muss halt sein. Der Außenposten ist abgeschlossen, die Geo hat. Okay, gibt es hier irgendwas, was ich auf den Planeten direkt mal machen kann? Dafür kann ich nur weiterlaufen lassen. Anomaly found. Ich könnte die Forschung ein bisschen oder die Nahrung ein bisschen erhöhen, aber das ist eigentlich unnötig. Wir haben wenig Energie momentan, da ich denke, daran sollten wir eher arbeiten. So, auf dieser kargen, leblosen Welt gibt es Anhaltspunkte dafür, dass er früher eine Biosphäre hatte. Finde ich toll. Ich würde sagen, erforschen wir das Ganze einfach mal und schauen mal, was sich auf diesem Planeten eventuell abgespielt hat. Wer weiß es denn? So, hier sollen Bergbaustationen gebaut werden. Das Bergbaumandat werden wir sicher auch erfüllen. Die Spark of Phoenix ist ja schon fleißig dabei zu bauen. Und ich denke mal, da dürfte das relativ schnell gehen, zumal hier wirklich sehr viel zu bebauen ist. Toll ist, dass dieser Planet, diese 14er Welt, wenn auch klein, aber halt kolonisierbar, schon in unserem Einflussbereich ist. Das heißt, da haben wir dann keine Sorgen und Nöte, wenn die Jungs hier vielleicht doch mal sich ausbreiten wollen und eventuell ebenfalls diese bewohnbaren Planeten ansteuern. Wobei, ja doch, sieht aus wie kontinentale Welten, was sie da haben. Oder ja, zumindest auf jeden Fall Welten unseren Standards. So, Terraforming-Kandidat entdeckt. Unsere genauen Erforschungen auf Yagara 2a haben ergeben, dass hier vor langer Zeit einmal Leben gegeben haben könnte. An den Polkappen und unterhalb der Oberfläche des Monds gibt es bedeutende Vorkommen von angefrorenem Wasser. Die Existenz vernetzter Täler legt nahe, dass das Wasser früher einmal ungehindert geflossen sein könnte. Theoretisch wäre auf diesem Planeten Terraforming möglich. Aber wir verfügen nicht über die technologischen Möglichkeiten, um diese monumentale Aufgabe in realistischer Zeitrahmen oder in einem realistischen Zeitrahmen abzuschließen. Nun, ich bin mir da nicht sicher, ob wir das nicht könnten. Die Frage ist eher, ob wir das wollen, weil das Teil doch so weit entfernt ist, als dass ich da nicht unbedingt die Notwendigkeit dazu sehe. Nicht im Moment zumindest. So, ansonsten läuft alles soweit. Wir gucken mal hier noch einmal, ob da irgendwo was baubar ist oder baubar sein müsste. Verteidigungsarmeen. Wir haben ein paar Verteidigungsarmeen auf dem Planeten. Geo selbst hat keine Armeen. Ist aber auch erstmal nicht so wild, denke ich. So, im Zuge der Kartografierung dieses Planeten, eine Anomalie, okay, wurde eine merkwürdige Bergformation in der südlichen Hemisphäre identifiziert. Die kann sich nicht auf natürlichem Wege gebildet haben. Nun, auch das erforschen wir wieder. Bin sehr gespannt, was da wieder rauskommt. Schauen wir mal. So, Lambda Serpentis müsste ja so langsam dann eine riesige Welt, obwohl es nur ein Mond ist. Interessant. Hat aber, gefährliches Wetter. Feldproduktion, Energiecredits, Zufriedenheit aber und Bewohnbarkeit sinken ein bisschen. Achso, nee, das ist ja gar nicht der Planet, den wir wollen. Hier, Laos, da will ich hin. Ja, genau, da war aber Ähnliches. Die Ingenieurforschung wird dafür ein bisschen verhauen. So, die wiederholte Scans der Oberfläche von Jikhat 1b führen dazu uneinheitlichen Sensorwerten, als ob sich der Planet in einer ständigen Umwälzung befände. Interessant. Gucken wir uns an. So. Und weiter geht's. Ein gigantisches Skelett. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Bei der vermeintlichen Bergregion im südlichen Hemisphäre von Yarangana, Manu ist das ein schwieriger Name, handelt es sich um in Wirklichkeit um ein gewaltiges skelettierten Überrest eines einzelnen kolossalen oder einer einzelnen kolossalen Alien-Lebensform. Die Knochen sind 3 bis 4 Milliarden Jahre alt. Unsere Wissenschaftler haben jedoch ausgeschlossen, dass es auf Yarangana einst zu irgendeinem Zeitpunkt der Geschichte des Planeten Leben in dieser Größenordnung möglich gewesen wäre.
Die Wissenschaftsoffizier Fehler in der Matrix hat ein spezielles Forschungsprojekt vorbereitet, um dem Mysterium auf den Grund zu gehen. Situation log nun, updated. Ich denke mal, da können wir direkt mal hingehen. Mach das gleich mal, bevor du hier weitermachst. Weil, ja, schadet ja nicht. Schauen wir mal uns an, was wir da erledigen können. Ansonsten die Spark of Phoenix, ja, die ist momentan am Arbeiten. Die wird auch hier wieder viel zu tun haben. Wir werden als allererstes, unser System breitet sich immer weiter aus. Natürlich, weil hier die Kolonisierung weiter vorangeht. Während das Commonwealth of Just doch relativ klein bleibt, aber doch sehr empfänglich uns gegenüber ist. Defensivabkommen, Handelsabkommen. Oh, eine weitere Fraktion wurde gegründet. Die Terranische Allianz. In jüngster Zeit hat sich in politischer Landschaft die Fraktion an Zugriff gewonnen. Angeführt von Cat Wolf nennen sie sich die National Wealth Party. Ihre Mitglieder versuchen, den nationalen Schwerpunkt mit friedlichen Mitteln auf finanzielle Entwicklung und Stabilität zu lenken. Ja, das bin ich grundsätzlich mit einverstanden. Wir haben ja doch eine recht hohe Zufriedenheit bei allen unseren Fraktionen. Hier anti-autokratär, das haben wir ja alles sowieso schon dabei. Hier könnte man was machen, aggressivere Diplomatie, nee. Ashanta, also du bist zwar jetzt momentan Chefin, aber weiß nicht, ob das so eine Sache wäre. Lokale Rivalität, alleine stark, imperiale Hegemonie, na gut, okay, vielleicht später einmal. Du bist zwar die Chefin, aber du, wie gesagt, du musst auch mit anderen was machen. So. Ansonsten hier Entdeckertradition, Wissenschaft ohne Grenzen. Aha, können Sie, wenn wir mindestens drei anderen Reichen ein Forschungsabkommen schließen, sorgt das für Zustimmung. Ja, okay, da wir nur ein Reich entdeckt haben, wird das ein bisschen schwierig werden. Und diese neue Wissenschaftsdingens, traditioneller Wohlstand. Aha, die Annahme von Tradition ist auf Wohlstand zentriert, sorgt für Zustimmung. Minus 5% Fraktionszufriedenheit, okay, aber hier kriegen wir ja ein bisschen was dazu. Liquidität, Gewaltlosigkeit ist okay, kann man mitleben. So, ansonsten, Planet in Aufruhr. Die gesamte geologische Struktur von GCAP-B ist tatsächlich im Wandel begriffen. Wissenschaftsoffizier Cat Wolf versichert uns, dieser tektonische Prozess sei so faszinierend wie esoterisch. Viel interessanter für die Terranische Allianz ist aber, dass wir in der Lage sein könnten, die unaufhörliche, chaotische Selbsttransformierung des Planeten strategisch aufzuhalten. Kurz gesagt, es ist theoretisch möglich, den Planeten über Terraforming bewohnbar zu machen, wenn auch nicht ganz. Cat Wolf vermutet, dass die gründliche Zuordnung der planetaren Aktivität und die Bewegung eines, in seinen Worten, chirurgischen terraformischen Schlags zusätzlich 200 Energie benötigen würde. Wir könnten dann aber natürlich zu einem späteren Zeitpunkt mit den verfügbaren Technologien terraformieren. Wäre hier GKB diese karge Welt, die sich ja wirklich sehr weit weg befindet, wenn wir hier wirklich noch einen Außenposten gründen wollten, wäre das aber eine Option. Energiecredits für den Versuch ausgeben, mit einer 50%igen Erfolgschance, dass etwas Günstiges rauskommt, oder aber aufgewühlt hinzufügen und 10 Forschungspunkte bekommen. Ich würde mal Letzteres versuchen, weil, das hier versuchen mit dem Terraformieren, weil wir erstens nicht so weit hinkommen und vielleicht hätten wir dann da, wenn wir doch mal hinkommen, eine gewisse Basis, mit der wir arbeiten können. Die 200 Credits haben wir locker. So, dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Ah, taktisches Terraforming gescheitert. Die Besatzung der Terra Strong berichtet enttäuscht, dass sich das Zeitfenster zum Terraforming von Jinger B geschlossen hat, obwohl sie ihr Bestes gegeben hatten, um rechtzeitig zu identifizieren. In den nächsten paar Jahrhunderten wird es wohl eher unwahrscheinlich, eine weitere Gelegenheit dazu geben. Ja, das ist schade, aber nicht zu ändern. Kann ja alles mal schief gehen. Niemand kann immer alles richtig machen. So. Ansonsten gucken wir uns hier mal weiter um. Der Beobachtungsaußenposten ist... Hast du denn eigentlich mittlerweile mal sowas wie eine... Nö, hat er nicht. Ja, Arnie macht das vielleicht schon, dass er irgendwann von alleine auf die Idee kommt, hier noch eine Raumhafenwerft zu bauen und vielleicht einen eigenen Transporter, wie eben die Spark of Phoenix, ein eigenes Konstruktionsschiff in Auftrag zu geben. Dann brauche ich nämlich da unten nicht weitermachen, das kann er dann selber. So, Chikat und... welches System war das andere? Zul Keo, das sieht sehr vielversprechend aus. Beide sind aber erforscht. Wir gehen mit diesem hier hin. Und du gehst hier hin. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Die Forschung ist natürlich wichtig. Gerade für uns.
Und ja, schauen wir mal. Lambda Serpentis ist noch nicht ganz vollständig kolonisiert. Laos ist aber fast fertig, fast bereit, um dort ja, die ersten Kolonisten sozusagen an Land gehen zu lassen. Wir können inzwischen hier die Bergbauforschung mal ein bisschen hochschrauben. Das ist sehr gut. Lambda Serpentis ist damit jetzt fertig. Das hauen wir auch hoch. Spezialprojekt abgeschlossen. Auf unsere fortwährende Studien der gewaltigen skelettierten Überreste auf Yarangana 1 haben wir nun einige Rückschlüsse darauf gegeben, wie die Kreatur auf dem Planeten geendet ist. Äußerlich schwache Restenergiemessungen weisen darauf hin, dass sie Richtung der Rückseite des Skeletts kurzzeitig eine Art Dimensionalsportal gestanden hat. Wissenschaftler Fehler in der Matrix hat die Theorie aufgestellt, dass die Kreatur dieses Portal aus eigener anderen Dimension erquerte, nur um in feindlicher Umgebung von Yarangana 2 ein schnelles Ende zu finden. Warum sie das tat und woher sie kam, das sind Fragen, auf die man wohl nie eine Antwort finden wird. Ja, ein bisschen Physikforschung bekommen wir ja, Fehler in der Matrix verlangt natürlich auch wieder Erfahrung, das ist gut, aber könnte besser sein, muss ich zugeben. Naja, was soll's. So, wir werden hier mal doch jetzt eine Station upgraden, weil wir bei plus 2 sind und wir wollen ja ein bisschen was mehr haben. Ansonsten hier die Nahrung, die nehmen wir mal weg stattdessen, hauen die hier hin und werden hier auf Energie gehen. Oder auf Rohstoff. Was haben wir denn hier für 1, 2, 4? Wir haben hier viele Mineralien. Das wird ein Mineralienplanet werden wahrscheinlich. Deshalb hauen wir hier direkt mal ein einfaches Bergbaunetzwerk hin. So. Ja, die Energie wird unterdrückt. Ist okay. Wir haben immer noch 2-3 Energie zur Verfügung, die wir dann mitnehmen können, wenn es denn mal nötig ist. So, die Surprise hat dafür aber nichts mehr zu tun. Die kann Yarangana weiter erforschen. Yarangana. Naja, ist egal, wie der Planet heißt. Außer einem Skelett war ja nichts. So, und da sind wir auch schon wieder fertig. Ja, das heißt, so, geh mal hier hin. Nimm dir dieses System vor und dann passt das. Die Scout, wie gesagt, ist momentan im Wartungsmodus und dümpelt bei uns drumherum oben. In der Zwischenzeit, ja, bald haben wir ein zusätzliches Kernsektorsystem. Ja, dieses Problem haben wir ja eigentlich schon gelöst gehabt, aber wer weiß, vielleicht können wir es nochmal gebrauchen. Die atmosphärischen Muster von Orim 3 sind für einen Gasriesen von einer geringer Größe höchst untypisch. Okay, nur dann, guck mal, was das für einer ist. Oder was da ist. Bin gespannt. Die Spark auf Phoenix konstruiert wie eine Wilde? Wie eine Wilde? Ja gut, ist ja auch ein Schiff. Und Schiffe haben ja meistens weibliche Namen, da passt das dann schon. So. Sonst irgendwas, was man hier sehen könnte? Nein, 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 nein. Achso, ich sollte nicht mal Pause drücken. Sonst wird das ja natürlich nichts. Aber momentan sieht es relativ ruhig aus, bis auf eben diesen trügerischen Riesen. Was wir damals für einen abnormalen kleinen Gasriesen gehalten haben, ist in Wirklichkeit keiner. Unter der trügerischen Staubschicht und der oberen Atmosphäre befindet sich ein regulärer Planet. Ein karger Planet, aber trotzdem ein Planet. Die astronomische Gesellschaft auf der Erde war das ziemlich peinlich. Na gut, wie ich schon gesagt habe, Irrtümer können immer mal sein, also du bist halt in Wirklichkeit doch ein Planet. Eine karge Welt, Orim 3. Dafür eine große. So, Konstruktion abgeschlossen. Das Bergmann-Mandat ist direkt erfüllt worden. Ja, das finde ich toll. 250 nehmen wir gerne mit. Sehr schön. Was war das? Ressourcenspeicher voll. Von was? Oh, wir haben hier den Speicher voll. Interessant. Dann könnten wir eigentlich mal einen Erlass reinhauen, der uns vielleicht ein bisschen voranbringt. Die Physikforschung fördern. Das klingt doch nicht schlecht. Aha, Regierungsethik Anziehung, Forschungsgeschwindigkeit plus 5% wäre auch noch eine Idee. Regierungsethik Anziehung, Informationsquarantäne, nee, wenn dann das hier. So, dann können wir die Forschung ein bisschen beschleunigen, das wäre vielleicht nicht schlecht. In der Zwischenzeit haben wir hier die Flottenkapazität tatsächlich eins dazu bekommen. Wird mal Zeit, einen weiteren Knight-Klasse zu bauen. Ich will mich ja schon relativ schnell mal hier um dieses Problem kümmern. Aber dazu müssten wir erstmal ein bisschen vorankommen. So, Flottenkapazität plus 10% wäre da durchaus eine ja, akzeptable Möglichkeit dafür. Deswegen werden wir die direkt mal erforschen und schauen mal, was bei rauskommt. So,
Ansonsten könnten wir mal gucken. Sol, da der ja am weitesten ausgebaut ist, dass er hier Oberfläche, Erlassliste, genau. Man sieht ja hier wirklich am weitesten mit ausgebaut. Hier oben kommt direkt jemand Neues. Da bauen wir mal eine Mineralveredelungsanlage 1 hin. Ja, wie viele Mineralien haben wir denn? Ja, ist okay. Können wir machen. Hauen wir hier hin. Das Teil haue ich mal auf die Ingenieursforschung, wo wir ein Forschungslabor in Pflanzen. Sehr schön. Und dann gehen wir mal hier auf den die Erlasse. Das war hier. Erlassliste. Infrastrukturprojekte, Baukosten planetar minus 25%. Bergbau, Gebäude, Baugeschwindigkeit minus 33%. Wäre auch noch okay. Feldproduktion, Mineralien, Netzüberlastung, Feldproduktion, Energie. Propaganda-Übertragung und Zufriedenheit plus 10% brauchen wir hier, denke ich, nicht. Regierungsanziehungs brauchen wir auch nicht. Wir brauchen erst einmal Feldproduktion, Mineralien. Ja, bräuchten wir theoretisch auch nicht. Haben wir nicht irgendwo was zum Forschen? Schauen wir nicht. Zumindest nicht hier. Insofern, ja, machen wir halt mal hier die Mineralienproduktion. Hauen wir mal an. Gebäudebaugeschwindigkeit, Baukosten planetar. Okay, wir machen hier das da mal an. Dadurch ist das hier aktiv. Sinkt hier unten quasi, das ist eine Einmalzahlung in diesem Moment. Der eine Erlass ist hier eine Dauerzahlung, wie man sieht. Und dieser Erlass hier auf dem Planeten war eine Einmalzahlung, die ich gemacht habe. Ich denke mal, die kann man durchaus mal mitnehmen. Und sehen mal, wie es vorangeht. So. Ein bisschen mehr Rohstoffe schadet nie. Ein bisschen mehr Forschung würde auch nicht schaden. Aber was nicht ist, das ist nicht. Müssen wir halt mit leben erst einmal. So, ansonsten unsere Schiffe sind jetzt wieder vollzählig. Wir haben eine 1000er Flotte. Ich bin mir nicht sicher, ob das gegen die da reicht. Ich fliege einfach mal hin und probiere mein Glück. So. Hoffen wir das Beste. Ich weiß gar nicht mehr, was das waren. Alien-Schiffe halt. Aber welche? Ich weiß es nicht. Denn gegebenenfalls könnte man mal so sagen, okay, wir kommandieren mal einen Forscher ab auf die Scout und lassen das Ding dann angucken. So, im Orbit dieser Welt treibt eine uralte orbitale Schiffswerft. Die hat deutliche Gefechtsbeschädigung. Einige Sektionen fehlen ja sogar komplett. Ja, die erforschen wir und gucken gleich mal, wo das war. Weil das wäre ja auch gar nicht so schlecht zu wissen. So, hier oben. Glaubt ihr? Bin mir nicht sicher, ob ich da ein Forschungsschiff brauche oder nicht und ob das ein zeitkritisches Projekt ist. Deswegen werden wir einfach mal mit der Spark of Phoenix just for fun hier hochfliegen. Bewegen. Ich meine, das Mandat haben wir schon erfüllt. Sollte diese Forschung nicht das ergeben, was ich glaube, was es ergibt, ziehen wir sie direkt wieder ab und gut ist es. Schauen wir mal. Weil, wie gesagt, mit den letzten Schiffswerften, die wir hatten, da konnten wir ja ein Forschungsschiff rausholen. Und das ist nicht zu beachten gewesen. Klar, ein weiteres Forschungsschiff brauchen System wir vielleicht Survey nicht unbedingt, complete. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja mal was anderes. Vielleicht kriegen wir auch mal ein Kriegsschiff. Ein Kriegsschiff wäre auch nicht schlecht. So, das Teil hätten wir abgeschlossen. Dann erkunden wir dieses. Nee, halt hier, haben wir eins vergessen. Nehmen wir dieses. Okay. Nun gut. Schnellere Geschwindigkeit läuft. Wir können noch einen kleinen mal zulegen. Bumm. So, automatisierte Schiffswerft. Während der Erkundung von Polisse entdeckte die TAS Traumschiff Surprise im Orbit die Überreste einer automatisierten Schiffswerft, die ist mit mindestens 1000 Jahre alt und scheint unter schwerem Raketenbeschuss gestanden zu haben. Eine ihrer Fertigungshallen ist immer noch in Betrieb. Die Wissenschaftsoffizieren Fehler in der Matrix ist zuverlässig, dass die Energieversorgung wiederhergestellt werden kann. Das würde jedoch ein Großprojekt bedeuten. Situation so, dann gucken wir mal. Ein Forschungsschiff, das heißt, ich kann die Spark of Phoenix wieder zurückschicken. Umso besser, das kann Traumschiff Surprise ganz von allein machen. Ja, und wie gesagt, eben die Surprise selbst haben wir ja auch aus einem solchen Forschungsschiff rausgeholt. Insofern ist das gar nicht so schlecht, wenn wir vielleicht noch ein zweites kriegen. Gut, das würde jetzt auch mehr oder minder erstmal sinnlos in der Gegend rumstehen, weil wir nicht genug Forscher haben. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja was anderes. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Deswegen lassen wir auch einfach mal weiterlaufen. Construction complete. So. Okay. Wir können eine neue Tradition erfüllen oder erforschen, das ist auch gut. Fähigkeitsanstufen, Anführer plus 1. Was wäre das? Forschung unterstützen, Zufriedenheit nochmal erhöhen. Ja, das klingt auch nicht schlecht.
Weißt du was, dann machen wir das hier ja, und holen uns dann noch das. Dann hätten wir hier das erste freigeschaltet, Entdeckung. Bin ich toll. Oha, und kaum hörst du auf Pause zu drücken, geht's schon wieder weiter. Na gut, bei der Entdeckung dieses Planeten sind wir durch Zufall auf ein schwaches, unbekanntes Signal gestoßen, das von einem kleinen Objekt im Orbit auszugehen scheint. Das Signal enthält keine Nachricht. Ist es etwa nur ein Notfallsender? Wo bist du? Hier. Nun, wir werden es herausfinden. Flop. Sehr schön. Die Black Knights sind inzwischen hier im Demis-System auf die Gegner getroffen. Welche waren das denn eigentlich? Das waren solche Space-Amöben. Die haben Panzerung, Trägergeschwader. Ja, schauen wir mal, wie wir mit denen klarkommen. Ich greife die jetzt einfach mal an. So. Und ja, wie dieser Kampf ausgehen wird, erfahren wir dann wohl oder übel erst in der nächsten Folge. Leute, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.